Auf der Basis meines Bildes, welches ich vorhin schwarz grundiert habe, die Collage eingearbeitet habe, möchte ich jetzt noch Farben draufbringen. Das ist jetzt hier gar kein Problem. Ich nehme dazu einen synthetischen Flachpinsel, nehme Indischgelb auf, aber gleichzeitig auch etwas Weiß dazu. Ich habe ja ganz am Anfang mal erklärt, es gibt deckende, lasierende, halbdeckende Töne und Indischgelb gehört zu den lasierenden Tönen. Deshalb benötige ich, um Deckungsgrad hier zu erzielen oder zu erreichen, etwas Weißanteil. Damit erhöhe ich auch die Leuchtkraft. Kann jetzt hier also reingehen, kann ganz zart über die Schrift hier drüber marschieren. So, den Weißanteil wieder hier ein bisschen zurücknehmen. Die Schrift soll hier nur ganz zart durchscheinen in der Collage. Nicht übertreiben. So, spielen Sie mit der Farbe. Gehen Sie aus sich raus. Gerade die Abstrakte entschuldigt relativ viel. Was sie nicht entschuldigt, ist, keinen Kontrast zu haben. Sie brauchen führende Linien. Sie brauchen führende Elemente in der Abstrakten. Nicht einfach nur wild durcheinander wischen. Da haben Sie am Ende einen Brei zusammengerührt. Spielen Sie einfach mit hell gegen dunkel, grün gegen rot, solche Töne oder Kante gegen Kante setzen. Da können Sie also wirklich ganz, ganz viel erzielen und dem Betrachter etwas zum Fassen geben. Viele gehen hin und machen ein wirres Durcheinander beim Malen. Und man wundert sich, warum guckt da keiner drauf? Und dann fragt man sich, was will uns der Künstler dabei sagen? Was will er uns rüberbringen? Spielen Sie mit der Farbe schön in die Form reingehend. Ich habe hier ein bisschen Strukturen reingelegt gehabt, ganz am Anfang. Setze hier nochmal etwas dagegen. Grober Strich. Sehen im Kontrast zu dem Schwarz sieht es toll aus. Hol mal jetzt vielleicht ein bisschen Grün, gehe über die Spitzen drüber, nicht zumalen, nur dass die Spitzen etwas abbekommen von der Struktur, passt das, was hoch steht, das soll einen schönen Kontrast widerspiegeln. Kann hier nochmal nicht zumalen, sonst brauchen Sie keine Strukturpaste. Strukturpaste soll ja den Kontrast erhöhen. So. Haben wir hier diese Töne schwungvoll. Sie sehen, ich gehe da richtig schwungvoll drüber. Wer hier geizt, verliert. Das ist also, manchmal ist es wichtiger, etwas großzügiger zu sein. Wenn Sie mit der Trockenzeit nicht klarkommen, empfehle ich Ihnen, es gibt Zusätze, es gibt Retarder-Zusätze. Das sind Trocknungsverzögerer, die können Sie bis 5% zusetzen und dann verändert sich das Trocknungsverhalten. Wenn Sie zu viel zusetzen, verändert sich auch die Farbe. Dann wird die sehr lasierend und Sie haben nicht mehr so eine hohe Leuchtkraft drin, wie Sie es gewohnt sind, wenn Sie mit einer puren Farbe arbeiten. Nun ein Pinkton. Hier ein schönes Magenta. Können wir hier noch ein bisschen reinziehen. Hier nochmal was, kann ein bisschen Blau noch zugeben, als Kontrast schwungvoll rüberziehen und hier oben gehe ich mit dunklen Tönen dagegen im oberen Bereich, damit man hier schöne Kontraste erzielen zwischen hell und dunkel. Unterschätzen Sie nicht die Abstrakte. Die Abstrakte verlangt manchmal ein bisschen mehr Gefühl für Farbe und für Form als die Gegenständliche. Die Gegenständliche ist deshalb viel einfacher am Anfang. Man denkt immer, ah, wenn ich jetzt was male, dann male ich einfach was Abstraktes. Abstrakte sind immer Sie. Das ist
viel, viel Persönlichkeit, Farbführung. Und das sind solche Dinge, wo Sie sich selber wieder erkennen im Bild. Beim Gegenständlichen, da sagen Sie, hinten am Horizont ist ein Wald, da sehen Sie Baum 1, 2, 3, sind drei Bäume nebeneinander, die erfassen Sie mit dem Auge und malen sie. Aber bei der Abstrakte, da können nur Sie sich selber wiederfinden im Bild. Und versuchen Sie auch keinen Titel zu finden. Die meisten verlangen einen Namen für die Abstrakte. Ach, was will uns der Künstler damit sagen? Vergessen Sie es, das sind Sie. Das ist das Gefühl, was Sie in diesem Moment ausdrücken. Und wenn Sie hingehen und spielen sich aus, dann entsteht Neues. Dann entsteht ein Bild, was nur Sie wiedergeben können. Ist nicht mal fälschbar. Das ist also was ganz Persönliches. Jetzt habe ich die Grundfarben mal drauf. Hol mir jetzt noch ein Palettmesser dazu. Nimm etwas Weiß auf. Ganz vorsichtig, ein paar Tröpfchen nur auf die Palette, ganz wenig. Hol mir ein Palettmesser dazu. Tupf auf die Kante vom Palettmesser. Wie, wenn ich die Farbe aufschneiden wollte, etwas Weiß auf. Hol mir jetzt hier ein paar Linien noch dazu. Da spiele ich rein. Gib ein bisschen Dynamik rein ins Bild. So, wenn ich da zu viel habe, kann ich auch mal sagen, komm, ich streiche da rüber, bring da einen Farbfleck. Das interessiert kein Mensch. Das sind Sie selber. Die Farbe ist noch feucht. Kann in das feuchte Blau kombiniert mit diesem Phthalo-Grün etwas Weiß reindrücken. So. Bekomme jetzt hier nochmal tragende Elemente für den Betrachter. Wunderschöne Elemente rein, wo der Betrachter sich festhalten kann. Wo er sagt, wow, guck mal, wie toll. Dabei bescheißen wir nur den Betrachter und sagen, du, wir malen etwas, wo du dich wohlfühlst als Zuschauer. Hier mal die Reste einfach so aufgenommen, über die Spitze hier ein bisschen rüber gerieben. Schneiden Sie rein ins Bild, als würden Sie Brotlaib runterschneiden. Da dürfen Sie in der feuchten Farbe noch was rausholen. Voilà. So, und wenn Sie fertig sind, dann stellen Sie das auf die Staffelei oder hängen es direkt an die Wand und Sie werden sehen, das ist ein Hingucker. Ganz schnell passiert, auch für einen Einsteiger, wenn Sie die grundlegenden Dinge beibehalten, mühelos durchziehbar. Ich hoffe, es hat Sie ein bisschen inspiriert, hier zuzuschauen und ein paar kleine Tipps und Tricks mitzunehmen, auch diese später in eigenen Bildern umzusetzen. Und nun kommt der wichtigste Spruch für jeden Maler. Malen Sie so, wie Sie wollen. Denn nur wenn Sie malen, wie Sie fühlen und wie Sie wollen, dann entsteht Neues. Ohne dieses gäbe es keinen Van Gogh, gäbe es keinen Renoir, gäbe es keinen Rembrandt, weil das waren alles Leute, die in ihrer Zeit weg vom traditionellen Weg gegangen sind und haben ihren Weg gesucht. Und deshalb lassen Sie sich nie die Farbe ausgehen und viel Spaß beim Malen.